So, müssen wir hier scannen oder was? Punkte. Machte mit Absicht. Was? Was habe ich da gerade gesehen? Das sah aus wie der District Udagawa. Ja, da waren wir ja noch nicht. Stimmt was nicht? Geht's dir nicht gut? Moment, habe ich gerade ihn gescannt? Ist das ein größeres Problem? Du musst dich zusammenreißen. Im Gegensatz zu anderen Leuten bin ich neu hier. Ja. Ich erwarte erstklassige Arbeit von dir, Herr Begleiter. Wenn du neu hier bist, was hast du dann am ersten Tag hier bei Hachiko gemacht, huh? Bevor wir Shiki getroffen haben? Oder war es der Tag danach? Wie auch immer. Mir geht's gut. Wirklich? Wunderbar. Können wir dann gehen? Das ist die falsche Richtung. Ja, stimmt was nicht. Warum konnte ich ihn scannen? Warum konnte er einen Pakt mit mir schließen, ohne dass ich irgendwas davon weiß? Er ist ein Spieler. Huh? Wo hängt's denn? Nirgends. Jetzt sag nicht, dass du noch an der Missionsmail herumrätselst. Also bitte, die ist doch sonnenklar. Das X ist unser Ziel. 30 plus 74, klar? Wir sind unterwegs zum 10-4. Wenn du einmal nicht weiter weißt, helfe ich dir gern und sag. Helfe ich dir gern, sag nur Bescheid. Wer zum Henker spielt fort? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wer dieser Eric ist. Aber Menschen spielen. Du kannst dich glücklich schätzen, dass du mich als Partner hast. Irgendwann erwürge ich ihn. Oh, nicht, dass es mich besonders interessieren würde, aber. Ich frage trotzdem, weil es praktischer ist. Hast du einen Namen? Neko. Neko, hm? Nett? Also Neko, sollen wir? 10-4! Wenn, erstell mal ein Command mit Ausrufezeichen 104. Du weißt, was da reinkommt. Leider ist Joshua nicht aus dem gleichen Holz geschnitzt wie deine letzte Partnerin Shiki. Sag bloß! Um ihn herbeizurufen, musst du ihn in einem leeren Bereich des Bildschirms einen Hieb nach unten ausführen. Daraufhin erscheint Joshua und lässt Gefahrelemente auf den Gegner abfallen. Greife mehrere Gegner in Folge an, um Joshuas Angriffe schrittweise zu verstärken. Joshua Koop. Give me Koop. Ich kämpfe ja nur im Koop. But first. Essen. It's edible. Mut ist immer gut. So, Joshua. Ich glaube, du gönnst eine Riesenportion HP. So, und jetzt ist das Problem: Ausrüsten. Fusionsverlängerung kann man immer erstmal reinnehmen. Ist ja egal, was besser ist. Die Angriff, Fiki LP, ne. Neko LP. Zeit von Zeit braucht keiner. Drei Angriff, zwei Angriff. Eigentlich müsste ich bei Neko auch schon mal wieder was ändern. Was haben wir überhaupt? Dieses alte Zeug da. Haben wir nicht mehr überhaupt irgendwas Besseres bekommen? Wir haben nur diese kleinen Sachen hier. Wow. Wir haben echt nichts. Ah, gut. Okay, wunderbar. Das ist bislang noch nicht wirklich was gemacht, aber. Ich werfe das hier. 5 LP. Ah, oh mein Gott. Du hast 60 Mut. Ist das dein Ernst, Joshua? Ist das dein Ernst? Nur 60.
Oh mein Gott. Ich hatte nur 60. Warum? Neue LP, viel zu viele neue Sachen. So, Shiki, Shiki. Feuer ist nicht mehr. Shiki Fusionsverlängerung. Ja, dann nehmen wir den Verteilungsbruch. Sehen wir. Ja, warum ist der Wiffbot überhaupt gerade da? Hä? Die Wiffbot habe ich doch schon seit Jahren entfernt. Okay, cool. Tell me what Joshua can do. Telekinese. Tippe im leeren Raum, um Hindernisse aufzustellen, das Gegner Schaden zufügt. Höhere Telekinese, höhere Telekinese, Power Telekinese. Führe einen Hieb über Joshua aus. Über? Heißt das einfach hier über seinem Kopf oder wie über? Um ihre Hindernisse in eine Richtung aufzustellen, der Gegner bei Berührung Schaden zu fügen. Power Telekinese. Ziehe Gegner und Hindernisse wie Autos oder Schilder und nutze sie, um bestimmte Gegner Schaden hinzuzufügen. Das heißt, ich kann ganz normal Drag and Drop machen. Drag and Drop und einfach Hindernisse. Ja, gut. Koop Bliss. Ich bin schon Koop anscheinend. Ja, bin ich. Zeit wieder auf Level 1 runterzugehen. So, mal gucken, was der rote Typ will. Ihr wollt dich diese Mauer? Dann besiegt diese Noise für mich. Noch eine Mauer. Jetzt müssen wir ein paar Noise beseitigen, um weiterzukommen. Na gut, es ist die ideale Gelegenheit, meine Kampffähigkeiten vorzuführen. Keine Sorge, sogar du solltest ohne Schwierigkeiten mitkommen. Man macht das bestimmt mit Absicht. Einfach ausgedrückt, spiele ich nach Zahlen. Nach Zahlen? P-Face, wo bist du? Du kannst dir doch das bestimmt spontan abschauen. Bereit für eine kleine Aufwärmrunde? Bin bereit. Bin frisch ans Werk, ja? Beginne die Kreisezahlen und tippe schnell in numerische Reihenfolge auf die Karten. Lass dich nicht von den gespiegelten Zahlen beirren. Ach, Fusion Training. Hätte vielleicht noch die normalen Pins. Oh. Die umgekehrten Zahlen zählen also nicht. Gut zu wissen. Okay. Hallo? Ich will Power Telekinese machen. Warum kann ich das nicht? Warum kann ich gerade keinen Gegner draggen? Siehst doch immer, ich kann auch Gegner draggen. Und? Hast du das Prinzip verstanden? Willst du es nochmal versuchen? Reicht. Also ich sag mal so, das ist einfacher bislang noch als die Fusion von Shiki. Wir sitzen jetzt im selben Boot. Du deckst mir den Rücken, ich dir. Klingt das gut, Partner? Ziel erfüllt, Mauer geöffnet. Da stand doch aber auch eben, dass ich Gegner draggen kann. Lang lebe das Eis! Nice. Ach ne, jetzt muss ich ja wenn wieder in den Dings nachgucken, ne? Wie auch immer.
Langlebeis, was kannst du? Ach ja, Erdbeben habe ich auch. So, wie macht man das jetzt? Kratze im leeren Raum, um Beben zu verursachen. Ja gut. Dafür gibt es wieder eine Evolution. Drücke auf einen Gegner, um ihn in Eis einzuschließen. Ja gut, das macht Schaden. Macht das Schaden? Nein, macht's nicht. Okay, useless. Aber er lässt sich entwickeln. So, den haben wir ja auch. Lässt sich auch entwickeln. Felsbrocken. Ja gut, dann bleiben wir trotzdem erstmal wieder dabei. Ciao, Ben. Ciao, Ben? Was? Ciao, John. So. Ja, dann auf zum 10-4. High Tempo. Timer ist weg. Wir sind in Sicherheit. Damit ist ein Tag erledigt. Neko, was glaubst du, was das ist? Müll. Was zum Henker? Dieser Müllhaufen war vorhin noch nicht da. Your souls are slow. Was? Wer hat das gesagt? Schaut nicht mich an. Schau den Müllhaufen dort an. Ist da oben jemand drauf? Wie lange braucht ihr, um einen Z-klassigen Code zu knacken? Vom Z? Tatütata? Ihr faktorisiert Hektopascal. Hekto was? Ah, mein Kopf. Mein Kopf. Shou Minamimoto. Merkt euch diesen Namen. Ach, du redest vom Namen mit P-Face, oder? Ich bin der neue Spielleiter. Dann bist du ein Reaper. Sag jetzt nicht Pi-Gesicht, bitte. Bitte sag nicht Pi-Gesicht, bitte. Bitte sag mir nicht, dass dein Name Pi-Gesicht ist. Im Deutschen. Moment, du. Du bist diesmal als Spieler dabei. Ah. Ich? Ha, das ist eine glückliche Fehlkalkulation. Damit bin ich der gewünschten Lösung eine Iteration näher gekommen. Lösung? Oh, wovon redest du? Tag 1 und der Spielleiter zeigt sich schon persönlich. Was ist nicht sehr mit der Tradition wie? Tradition? Tradition sind Müll. Natürlich, P-Face-Name. Wirst du sehen, Kappa? Knirsch. Wow, ernsthaft. Die addieren wir zum großen Haufen. Das ist mein Spiel. Und ich erlaube nur zwei Dinge. Fehlerlose Berechnung. Und Schönheit. Ich habe gehört, dass du ziemlich exzentrisch bist. Gaga Hühnerhof AG. Und jetzt ist es Zeit für ein kleines Quiz. Wie viel Gewicht messe ich euch Spielern hier in Jujutsu? Sag's uns bitte. Ein Joktogramm! Was zur Hölle ist ein Joktogramm? Das höre ich zum ersten Mal. Auch das Wort Jokto. Joktogramm? Nett, dann sind wir so schwer wie Atome. Genau. Ihr Nullen habt hier keinen Wert. Ist das Joktogramm irgendwas mit einer Atomstruktur zu tun? Wahrscheinlich. So. Nachdem ich euch jetzt aufgerundet habe. Achtung an alle Joktogramme. T gleich tot. Würde ich jetzt nicht so behaupten, aber schön, dass wir schon. Hm.
Ja, wir können nichts machen, das ist schön. Guck mal, diese Objekte kann ich ja jetzt auch nicht ziehen, oder? Oder was ist los? Merkwürdig. So, ich will mal versuchen von Yoshi. Okay. Ich hab noch nicht so ganz gecheckt, wie ich das mache mit Joshua. Diesen zweiten Finder. Einfach so. Okay. Ich könnte jetzt einfach Füße machen, aber. Ups. Mach ich auch einfach mal. Oh, dass ich das so einfach koordinieren kann. Mit einer Bewegung direkt ans Ziel. Finde ich schon nicht schlecht. Das ist überhaupt nicht schwer. Das ist überhaupt nicht schwer. Ach, okay. Ja gut, kein Wunder, warum. Warum ist der nun hier? Das ist uncool. Warum kriegt der jetzt keinen Schaden? Und noch nicht voll. Okay. Wie auch immer. Das ist am einfachsten. Ja. Ach, Angriff nur von hinten? Ich hab voll überlebt. Warum krieg ich einen Move? Warum kriege ich diesen Pin immer noch? Danke! Ich kann endlich auch schwer zocken. Puh, das war also Tag 1. Dieser Reaper kennt mich. Woher? Faszinierender Typ, findest du nicht? Jedenfalls wird uns diese Woche nicht langweilig, ha? Huh? Dieser Typ auch. Mit dem stimmt ernsthaft was nicht. Hat ja nur das halbe Spiel gedauert, ja. Fast die Hälfte. Ein Drittel. Ah, ein bisschen weniger als ein Drittel. Wenn man den letzten Tag noch nimmt. Ich frage mich, was sich hier kleine Mathe. Was sich der kleine Mathe-Fan wohl für morgen ausdenkt. Aufregende Zeiten, was, Neko? Er ist mir nicht geheuer. Trotzdem, vertraue deinem Partner, nicht wahr? Ich brauche ihn, wenn ich im UG überleben will. Woche 1 dauert am längsten. Das ist mir scheißegal. Obwohl da irgendwie am wenigsten passiert. Halt nur Szene. Wenn ich gewinnen will, ich gewöhne mich besser dran. Die zwei sollten eigentlich ganz entspannt durch die Woche segeln können. Mit deinem Psyx, meiner Brillanz und unserer hervorragenden Teamarbeit. Und daran gewöhne ich mich nie. Aber ich mache Geschäfte mit dem Teufel, wenn es nötig ist. Diesmal zählt es. Halt durch, Shiki. Ja, wobei, ich würde jetzt, glaube ich, erstmal aufhören und was essen. 3,5 Stunden am Stück ist erstmal genug. Und vielleicht spiele ich dann Vesperia. So. Ah. Nö, Pech gehabt. Dir geht auch nicht auf. Na dann, trotzdem danke. Du kannst gehen. Er hat Route 1 gesperrt. Junge, Junge. Hey, Karia. Glück gehabt. Die Routen 2, 5 und 6 sind alle gesperrt. Der Typ ist schnell, das muss man ihm lassen. Er hätte uns sagen können, welche Gegenden offen sind. Was zum Teufel denkt er sich dabei? Spielen wir für ihn denn gar keine Rolle? Ach, dieser Kerl geht mir echt auf den Keks, du mir auch. Ja, ist doch schön, wenn der Chef auch mal was macht.
Ich würde sagen, wir lehnen uns zurück und genießen die Show. Und ich sage, dass ich eine Arbeitswoche... das ist eine Arbeitswoche. Es wäre schön, wirklich zu arbeiten. Ein Spieler... die Spieler sind direkt hier. Aber nein. Er sagt Finger weg. Ich kann dir sagen, was ich gerne in die Finger bekommen würde. Probier es mal mit ein paar auf den Mund. Vielleicht hüpfe ich mal rüber in den RG. Die Kanone kenne ich irgendwo, ja. Mit diesen Schätzchen kann man neue Spieler rekrutieren. Hey, langsam, Cowgirl. Reaper, die im RG Leute einsammeln, sind verboten. Sei nicht doof. War nur Spaß, größtenteils. Ich meine nur, vielleicht müssen wir das, wenn wir Punkte haben wollen. Du redest immer nur von Arbeit, Arbeit, Arbeit. Einfach unmöglich. Genau. So kann es nicht weitergehen. Ich bin so nah dran an einer Beförderung, aber nein. Ich weiß wirklich nicht, warum ich überhaupt... Uzuki, pass auf! Okay, was ist jetzt bei dem passiert? Wir bekommen nichts mit. Ja. Ja, wo? Alles Genkreuzung. Wieder an das Scramble Crossing. Wo ist der andere Typ? Wie sieht es mit den Warenlieferungen aus? Was? Schon alles da? Oh, er telefoniert. Augenblick mal. Wieso kann er jemanden anrufen? Und mit wem redet er? An der Kreuzung. Welche Gegenden? Gesperrt? In dem Fall und bei einer Zeitbegrenzung von... Und sonst noch was? Moment, redet er mit den Reapern? Sehr verdächtig. Ich weiß nicht, was er denkt. Oder doch? Vielleicht würde ein weiterer Scan etwas bringen.